gleich mal was Schokolades. Sakufak! Ja, zu viel Schokolade kann man nicht ins Grab bringen. Na, na, das hättest du jetzt nicht gedacht. Und was haben wir hier, Dede? Dede? Moment. Was ist das? Also von der Farbe her, dieser lila Farbe, würde ich eher sagen, das ist der... Jupiter leuchtet, aber wir waren doch nur in Merkur und Mars. Nein, Merkur und Venus. Oder war das nur auf der Overworld das? Hier fehlt ja auch ein Stück, das damals abgebrochen ist. Ach, ich bin verwirrt. Diese Fake-Wassergeister machen es auch nicht besser. Oder mein Vogel, die wieder über den Laptop rennen möchte. Böses kleines Heckwas. Naja, fahren wir einfach weiter. Und irgendwann kommen wir auch bestimmt an. Was ist das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, doch, sieht richtig aus. Ja, sieht richtig aus. Checken, wir wissen doch noch nicht mal, wo wir hin müssen. Der Hellseher hat dir nur gesagt, ja, du musst eine Waffe zusammensetzen. Such die Einzelteile irgendwo auf dieser großen Welt. Ist das nicht wunderschön? Nein, ist es nicht. Und hier wären wir in Champa, da wo die Piraten wie Briggs herkommen. Das ist sehr wunderschön aus, mach das doch mal. Los, schrumpfe. Futsch. Es sah so aus, als wäre die Flutwelle vom Meer der Zeit gekommen. Was mag dort sein? Was hat sie verursacht? Irgendwas muss im Meer der Zeit explodiert sein. Das würde auch die Flutwelle erklären. Die meisten der Seeleute hier leben in den Karawanen, in den... Kavernen, nicht Karawanen. In den Klippen. Aber ich mag diese Höhlen nicht, die sind so feucht. Noch schlimmer aber ist es, dass die Leute, die im Hafen leben, die Klippenbewohner nicht mögen. Ja, ihr hasst euch also im Grunde alle. Um in den Klippen zu leben, muss man ein Pirat sein. Das ist einfach nichts für mich. Leben Piraten nicht eigentlich auf ihrem Schiff? Die Flutwelle war schrecklich. Sie hat mich beinahe mitgerissen. Aber auch nur beinahe. Nichts. Lass mich raten, dein Gedanken ist auch nichts. Es gibt immer weniger Fische. Ich segel immer weiter hinaus und fange immer weniger Fische. Alles Leben stirbt aus. Wenn unser Vater die Meere bereist, nimmt er unser ganzes Zuhause mit. Und lässt uns im Stich. Oh. Aber wenn er mit leeren Netzen zurückkehrt, kommt noch der Hunger hinzu. Ich hoffe, Papa kommt vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück. Ich möchte nicht am Strand unter freiem Himmel schlafen müssen. Dann geht zu den Klippen bei den Piraten. Ja, Chicken, das ist kein konkretes Deutsch, würde ich mal behaupten. Mein Papa zog aus, um Fische zu fangen, aber es gab keine Fische mehr. Deshalb ist er mit leeren Händen wieder zurückgekehrt. Mein Vater macht sich Sorgen, weil es fast keine Fische mehr gibt.
mehr zu fangen gibt. Früher kam er mit Netzen brechend voll mit Fischen vom Meer zurück. Warum findet er jetzt keine Fische mehr? Sie sind alle ausgestorben. In Champa ist praktisch jeder arm. Aber die Ärmsten leben auf Flößen. Ich würde so gerne an Land leben. Wenn Papa nicht dagegen gewesen wäre, dass Brix zum Piraten wird, könnten wir noch an Land leben. In den Klippenkarawanen ist nicht sehr viel Platz, deswegen müssen wir hier auf dem Booten hausen. Diese Flöße sind alles, was uns bleibt. Auf dem Land gibt es keinen Platz mehr für uns. Ja. Dann schafft euch ein neues Leben auf dem Meer. Was mich eigentlich fragt. Wir sind hier reingegangen, aber auf der Seite, wo wir reingegangen sind, war hier links. Jetzt auch draußen auf der Weltkarte. Eigentlich kein Wasser. Aber wir sind jetzt hier drin und plötzlich Wasser. Was zur Hölle? Isaac! Mein Gott, wie habe ich dich nochmal gesprochen? Du bist auch dieser eine Tonte aus Golden Sun 1. Ich habe deinen Namen vergessen, sorry. Isaac, bist du das? Täuschen mich etwa meine Augen? Ich bin nicht Isaac. Ich bin Felix. Nein, du bist nicht Isaac, oder? Junge Dame, suchen Sie nach jemandem namens Isaac? Ja, alter Mann, ich suche nach jemandem, den man Isaac nennt. Wo ist Isaac? Nicht hier. Es tut mir leid, aber Isaac ist nicht bei uns und das war er auch nie. Nun, wo kann ich diesen Isaac denn finden? Warum willst du ihn so dringend finden? Ich bin... Feizi. Ach, Feizi. Isaac hat mir einst geholfen. Er half zu, der in einer Falle geraten war. Aber Isaac hat ihn gerettet. Er war ein mutiger Mann, nicht wahr? Davon gehe ich aus. Aber warum bist du auf der Suche nach ihm? Gefällt es dir? Geht es darum? Du bist ein gemeiner alter Mann. Es ist nicht nett, mich so aufzuziehen. Ha, dann habe ich also recht. Du stehst auf Isaac. Das wird Jenna nicht gefallen. Nein! Oh, ist mir das peinlich? Keine Sorge, Feizi. Wir werden Isaac mitteilen, was du für ihn empfindest. Ich? Wirklich? Würdet ihr ihm dann bitte dies hier überreichen? Was ist das? Isaac befindet sich auf einer gefahrvollen Reise. Ich mache mir Sorgen um ihn. Deshalb habe ich ihm einen Glücksbringer angefertigt. Ah, einen Glücksbringer. Ich verstehe. Ich gehe jetzt nach Hause, alter Mann. Danke, dass ihr mir zu Diensten, mir diesen Dienst erweist. Ja, tschö, Feizi. Ich könnte das ja auch hier einfach hier liegen lassen und einfach gehen. Goldener Ring. Oh. Ja, und den Ring, den Feizi für Isaac eigentlich gegeben. Gebracht hat, nimmt jetzt Jenna an sich. Das wird jetzt hier eine verdammt eifersüchtige Szene, habe ich das Gefühl. Was macht denn der Ring? Stärkt elementaren Widerstand. Hier ist es schon mal schlecht, aber wer könnte denn Widerstand gebrauchen? Vielleicht mit jemand mit geringer Verteidigung? Jemand wie du, Jenna? Was macht das, was du gerade anhast? Irgendwas Bestimmtes? Nee, einfach nur Handschuhe. Ja, dann reg einfach mal den Ring an. Ich könnte
könnt's auch selber anlegen. Aber hey, sind wir mal nicht so egoistisch. Champa voraus. Okay. Dann gehen wir da lang. Wieder so ein seltsamer Kreis. Und im ewigen Kreis dreht sich der Hüller. Eine Truhe. Ja, öffne sie. Wikingerhelm. Und das bei einem Piratendorf in der Nähe. Schutz vor Wasser. Du brauchst schon mal keinen Schutz vor Wasser, das ist ja sowieso. Verteidigung 140. Ich habe beide gleich Verteidigung. Wow. Ja, anlegen. Mein Inventar ist voller denn je. Halt im Kampf Vergiftung. Du eigentlich irgendwas? Nee, jetzt hast du halt deinen. Jetzt kannst du wenigstens nicht mehr vergiftet werden, Aaron. Yay! Okay, gehen wir nach Champa. Hallöchen! Bist du einer der Champa? Meine Nase juckt. Mm. Oh, ich habe solchen Hunger und es gibt nichts zu essen, bis Briggs zurückkommt. Briggs wird eine ganze Weile nicht zurückkommen, der sitzt im Knast. Wo vertrödelt Briggs nur wieder seine Zeit? Der sitzt im Knast. Sorry. Was macht jetzt das Rotzgörchen da? Sieht sehr interessant aus. Nichts. Wenn Briggs wieder zurückkommt, kann ich wieder mit Leo spielen. Hoffentlich kommen sie bald wieder zurück. Leo ist so viel jünger als ich, aber trotzdem muss ich ständig an ihn denken. Oh, junge Liebe. Ja, ist das einfach Liebe. Love is in here. Ihr Leo, Briggs Sohn, verfügt über eine merkwürdige Fähigkeit. Ich wette, wenn ich fleißig übe, kann ich so etwas auch lernen. Deswegen trainiere ich so hart. Ach, du versuchst den Felsen zum Schweben zu bringen. Ah, jetzt verstehe ich. Zwar nicht alles, aber einiges. Ja, lässt du mich an deine Kiste? Ich will doch nur ein paar Sachen von dir klauen. Ich besitze ein paar hübsche Artefakte, aber nur weil ich in den Ruinen von Ankohl war. In den Ruinen von Alkohol. Ja, so sieht's aus. Unsere Produkte kosten, was sie kosten. Das ist mit gutem Grund. Und das mit gutem Grund. Sie sind ausnahmslos seltene und wertvolle Artefakte aus den Ruinen von Alkohol. Wenn ich mein Leben riskiere, um etwas Hübsches zu finden, verlange ich auch einen entsprechenden Preis dafür. Ja. Wenn ihr in den Ruinen von Alkohol erforscht, könnt ihr vielleicht selbst Artefakte finden. Ach, ich soll jetzt in Alkohol baden? Nee, nee, lass mal. Das Zeug liegt in den Ruinen und wartet nur darauf, von jemandem gefunden zu werden. Aber wenn es kaputt ist, bin ich der Einzige in der Stadt, der es reparieren kann. Was hast du denn so für Artefakte? Obwohl, verkaufen wir erstmal unseren überflüssigen Schrott. Sonst noch irgendwas überflüssig? Das Buch behalte ich, wie gesagt, erstmal. Was hast denn so für Artefakte?
Böses Omen. Dämonenstab. Lass mich raten, das ist wieder so eine verfluchte Waffe. Wie wir ja schon auch Golden Sun 1 hatten.